Hallihallo, heute geht es um eine ganz wichtige Frage, nämlich was ist eigentlich ausschlaggebend? Was kaufen die Menschen bei dir? Was genießen sie, wenn du in einem Live-Launch mit deinen Interessentinnen und Interessenten arbeitest? Was glaubst du? Wie wichtig ist der Inhalt? Wie wichtig ist die Konzeption deiner Live-Launch-Woche? Wie wichtig ist es, dass du da sozusagen das Rad neu erfindest? Was würdest du sagen, Susi? Wie wichtig ist Ich das würde dann? sagen, das ist alles in gewissem Maße wichtig, aber es gibt bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen noch etwas, was viel, viel wichtiger als das ist. Und das ist nämlich das Thema Energy oder aber, wie wir es ja in unserem femininen Kontext gerne nennen, die Vibration. Ja. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was meint ihr denn damit? Könnt What? ihr bitte mal ein bisschen konkreter werden? Ja, und das wollen wir natürlich auch. Genau, also wir haben euch drei Punkte mitgebracht, an denen ihr wirklich spüren könnt und auch mal überprüfen könnt, ob ihr in der richtigen Vibration seid. Erster Punkt. Kollegin. Joyful. Be joyful. Also, es geht wirklich darum, dass du das in die Welt bringen deines Produktes, deines Programms, ehrlich gesagt, so richtig feierst. Und wenn wir feiern, dann haben wir Spaß, dann haben wir Freude. Und zwar nicht nur so für uns, sondern eben auch mit den anderen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bereite während deines Launches wirklich anderen Fun und Freude. Und du wirst selbst dabei dann eben auch Fun und Freude erleben. Und immer dann, wenn das spürbar ist, also da ist eine Anbieterin da, die hat was auf dem Kasten, die weiß, was sie will, die weiß, was sie tut und was sie auch mir Gutes tun kann. Und die ist auch noch gut drauf, weil sie nämlich Spaß hat dabei, ihr Thema in die Welt zu bringen. Dann wird auf der Seite deiner Interessenten wirklich eines passieren, nämlich sie wollen in diese Energie von dir mit rein. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt bei der Kaufentscheidung. Ja, ich möchte auch in dieses Energiefeld reinkommen. Ich möchte auch, dass es mir energetisch so gut geht wie der anderen da. Die hat so viel Spaß an den Dingen. Also sie weiß etwas, was mir heute noch fehlt. Das sind alles sehr, sehr unbewusst ablaufende, ja, Kaufsentscheidungsfaktoren. Und denen wirst du sozusagen am allermeisten oder am besten auch gerecht, wenn das Thema Fun und Freude ganz oben mitspielt. Und wir sprechen jetzt nicht von einer schauspielerischen Höchstleistung, sondern aus einer Freude, die wirklich aus dir herauskommt, weil du dich nochmal bewusst verbindest mit deiner Mission, mit deinem großen Why und natürlich bewusst verbindest mit all den Menschen, denen du Freude, Wachstum, Wert stiften möchtest. Denn nur in dieser Verbindung entsteht ja das Magische. Und da, ja, da hast du aber sozusagen auf deiner Seite die Verantwortung, ganz bewusst in diese Verbindung reinzugehen, die Connection herstellen zu wollen. Und das geben wir dir wirklich, wirklich schriftlich. Das wird sich auszahlen. Ja, und vielleicht fragst du dich, okay, wie macht ihr das denn dann ganz, ganz praktisch? Ganz praktisch nutzen wir wirklich, wenn wir in einem Launch drin sind und wir wissen zum Beispiel, das ist ja immer unsere Trainingszeit, 12 Uhr startet unser Training, dann sitzen wir schon seit 9 Uhr an diesem Morgen miteinander zusammen. Wir gucken uns wirklich nochmal genau die Inhalte an. Was wollen wir eigentlich weitergeben? Warum sind uns diese Inhalte wichtig? Was wollen wir wirklich transportieren? Was soll ankommen auf der anderen Seite? Wie möchten wir natürlich auch unsere Interessenten mitnehmen auf diese Trainingsreise, auf diese Erfahrungsreise? Denn sie schenken uns ja in dem Moment eine Stunde, bei uns ehrlich gesagt oft 1,5 Stunden. Und dann möchten wir natürlich da möglichst viel transportieren. Transportieren. Das heißt, wir bereiten uns ganz konkret vor. Ne? Gestern hatten wir in unserer Mentoring-Gruppe einen Sondercall zum Thema, wie launche ich richtig? Und da war die ein oder andere sehr überrascht, als ich gesagt habe, jeden Tag bereiten wir uns, wenn wir launchen, wirklich schon 3 Stunden vorher stimmen wir uns ein auf genau das, was wir tun wollen, unser Warum und die Verbindung zu unseren Interessenten. Einstimmen. Und ich finde, da hängt ja auch schon das Wort Vibration absolut drin, ne? Wir gehen wirklich auf eine hohe Frequenz. Wir stimmen uns aufeinander ein. Wir stimmen uns auf die Menschen ein, die wir erreichen wollen. Und dazu gehört natürlich auch, nochmal das Feedback des Vortages zu lesen, zu gucken, was können wir da noch Gutes tun? Was können wir aufgreifen, auch an Anregungen, die wir aus dem Team bekommen? Wir treffen uns auch in der Trainings- oder Launchzeit ganz bewusst täglich mit unserem Team, damit wir ganz viel Input nochmal bekommen. Und
das meinen wir damit, in bewusste Einstimmung zu gehen. Es ist kein To-Do, sondern es ist etwas, auf das wir uns freuen, worin wir unseren Sinn sehen, worin wir oder worauf wir auch unsere Energie spenden wollen. Und das ist eigentlich unsere Botschaft des Tages hier in dieser Podcast-Folge an dich. Sorge für die Vibration, denn wenn du schon mal einen Schritt auf diese Stimmungsskala nach oben gegangen bist, dann kommt die nächste und die übernächste ganz automatisch hinterher. Und natürlich auch durch das Feedback der anderen kommst du nochmal auf eine ganz andere Vibrationsstufe. Ein Punkt, den wollen wir jetzt noch dir nennen, der ganz, 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 ganz wichtig ist und der vor allen Dingen auch mit deinem inneren Selbstbild zu tun hat. Denn wenn du in der Launchwoche bist, dann versuch dich immer wieder darauf zu fokussieren, dass du das Wundervolle, was du wirklich erreichen möchtest, also zum Beispiel Anmeldezahlen für dein Programm, für dein Produkt, dass du dieses Wundervolle auch wirklich erwartest. Also expect it. Geh nicht davon aus, dass es noch so, ja, ich hoffe, dass ich so und so viele habe. Ich würde mir wünschen, dass ich so und so viele habe. Was wirklich der ausschlaggebende Punkt dafür sein wird, ob du dein Ziel erreichst, ob du die Teilnehmerzahlen erreichst, die du eigentlich haben möchtest, ist immer wieder: Hast du den tiefen Glauben daran, dass du diese Zahl erreichen wirst? Also bist du schon dahin gewachsen, dass du sagst, ja, von meinem Selbstbild her, von meinem Selbstverständnis her, erwarte ich das. Erwarte ich dieses wundervolle Ergebnis, das ich mir vorgenommen habe. Also bring dich in diesen State rein. Wir machen das auch immer ganz, ganz bewusst für jeden einzelnen Launch, dass wir uns mit der Zahl der Neukundinnen, der Programmteilnehmer, mit denen wir Lust haben zu arbeiten, dass wir uns mit der einfach vorab schon verbinden und dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes einprogrammieren auf diese Zahl und wir manifestieren sie deswegen auch. Also, absolut. Das waren unsere drei wichtigen Tipps dafür, wie du wirklich das Allerbeste aus deinem Launch rausholen kannst. Viel Erfolg!